Willkommen zur vielleicht letzten Folge von Fallout 3. Wir haben das letzte Add-on Broken Steel, hieß das, glaube ich. Glaube ich zumindest, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir durchgezockt. Im Prinzip dürfte es eigentlich nichts mehr zu tun geben. Irgendwas müssen wir ablegen. Ein paar Waffen haben wir nicht so wirklich ausprobiert. Der Flammenwerfer kann weg. Die Flinte bald ich. Mine braucht nicht. So. Dann will ich nicht nochmal zum Aufbereiter gucken, ob sich das da irgendwie ein bisschen verändert hat. So viel zu tun und nur so wenig Zeit dafür. Wieso? Der Aufbereiter läuft doch. Eine Handelskarawane oder was ist das hier? Also gut, wir sehen uns in ein paar Tagen. Klar. Wenn ich mal raten darf, der erste Tag im Karawanendienst? Ja. Und? Halt 20 Trefferpunkte. Reines Wasser. Das heißt, wir können das nicht. Ich weiß sehr wohl, wie man mit Raiders umspringt. Schon gut. Ihr macht das sicher hervorragend. Hallo. Ciao. Ja. Genau wie alle anderen Karawanen. Naja, egal. Also dann, rücken wir aus. Alles klar. Und das Wasser dürfte jetzt theoretisch nicht mehr verseucht sein, ne? Können wir nochmal reinspringen? Erstmal gehe ich da rein. Es sieht auf jeden Fall sauber aus. Hey, schön Sie zu sehen. Ich hörte, dass Sie beim Starten des Aufbereiters Schwierigkeiten hatten. Das tut mir leid. Wir werden die Sache untersuchen. Auf jeden Fall ist es gut zu sehen, dass Sie wieder auf den Beinen sind. Ohne Sie wären wir jetzt nicht hier. Wo ist Dr. Lee? Oh, naja, Sie... Nach dem, was passierte, als Sie den Aufbereiter einschalteten, hatte sie einfach genug, denke ich. Es hat sie ziemlich mitgenommen, wissen Sie? Zuerst verlor sie ihren Vater, dann kam die Enklave und dann übernahm die Bruderschaft das Kommando. Es wurde einfach zu viel für sie. Also packte sie ein paar Sachen und zog in Richtung Norden, zum Commonwealth. Ich habe gehört, dass dort oben eine Gruppe von Wissenschaftlern leben soll. Ich hoffe, sie findet, was sie sucht. Was machen Sie hier? Ich? Ich dachte, nach der ganzen Arbeit, die wir hier schon investiert hatten, sollten wir der Bruderschaft auch helfen, dass alles glatt läuft. Hat ganz gut geklappt bisher. Sie sind nicht unbedingt die freundlichsten Zeitgenossen, aber ich bemühe mich, mit ihnen auszukommen. Ich muss los. Bis zum nächsten Mal.
Wie ist die Statue da drin nie aufgefallen? Na dann gehen wir mal eine Runde schwimmen, würde ich sagen. Ja, Sir. Hallo. Ich habe mich schon gefragt, es wann hat einen Sie guten auftauchen Grund, das Abgeschlossene. Würden. Eines muss ich Ihnen lassen. Es war sehr tapfer von Ihnen, Ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um den Aufbereiter zu starten. Aber wissen Sie, dass Sie dadurch mein Leben zur reinsten Hölle gemacht haben? Ich glaube nicht. Der Held des Ödlands hat wahrscheinlich wichtigere Dinge zu tun. Habe ich recht? Wie bitte? Wer sind Sie noch gleich? Entschuldigen Sie bitte, ich bin Bixley. Ich bin nur ein wenig überarbeitet. Sie haben doch sicher die Schlange vor meiner Tür gesehen, nicht wahr? Sieht so aus, als hätten Sie alle volle Hände voll zu tun. Alle waren von diesem Aufbereiter so begeistert und ständig hörte man Projekt Purity dies und Projekt Purity das. Aber hat je einer gefragt, hey, was sollen wir mit all dem sauberen Wasser denn tun? Raten Sie mal, wer sich um dieses unauffällige Detail kümmert. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn ich Unterstützung hätte. Aber dieser kleine Krieg mit der Enklave hat die Ressourcen der Bruderschaft erschöpft. Außerdem muss ich auch noch für einen Haufen von Laborkitteln das Muttchen spielen. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Meinen Sie das ehrlich? Nun, es gibt sehr viele Dinge, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Doch meistens geht es um Papierkram und die Aufgabe, Intelligenzlern Vernunft einzutrichtern. Das könnte wirklich jeder Messdiener erledigen. Ich bin davon überzeugt, dass ich Ihre Erfahrung und Ihre Talente wesentlich sinnvoller einsetzen könnte. Wie kann ich helfen? Nun, die Wasserkarawanen aus Rivet City brauchen Hilfe gegen ungewöhnlich gut organisierte Banditen. Jemand muss der Sache auf den Grund gehen. Und die Bewohner von Megaton wollen mehr Aquapura. Dabei habe ich ihnen erst eine Lieferung geschickt. Jemand muss in Megaton nach dem Rechten sehen. Also, worum geht's bei den Karawanen aus Rivet City? Wenn ich nur an Rivet City denke. Die glauben, ihnen gehört die Welt. Die ganze Zeit blären sie, sie wären doch unsere Wissenschaftler. So ein Mist. Gerade so, als hätten sie uns einen Gefallen getan. Unser Schutzabkommen würde beiden Seiten was bringen, dachte ich. Ich hoffte, dass sie mittlerweile die Wasserkarawanen selbst eskortieren würden. Stattdessen beschwert sich Officer Le Pelletier andauernd über irgendein organisiertes Gangstersyndikat. Anscheinend haben die Jungs aber doch nicht das Zeug dazu. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie Officer Le Pelletier zur Hand gehen. Okay, mal sehen. Großartig. Hoffentlich können Sie ihnen auf die Sprünge helfen. Ohne Ihre Hilfe können wir das nicht schaffen. Okay, ich mach das mal. Ich glaube, ich mache mal für ein Weilchen meine Augen zu. Ist also keine dummen Ideen. Shit, und die Karawane hat jetzt schon einen Vorsprung. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir hier noch eine Quest bekommen. Ich würde mir das einfach nur nochmal angucken. Was sagt denn das Aufgabenfeld? Achso, wir sind noch erstmal nach Rivet City, das können wir ja machen. Weltkarte. Hauptsache sind die nicht mehr sackig auf uns. Sag jetzt nicht, die ist da oben drinne.
Falls Sie hier nach Wasser suchen, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Das ganze Wasser ist beim Projekt Purity. Falls Sie helfen wollen, dann gehen Sie zum Jefferson Monument und fragen Sie nach dem Gelehrten Bixley. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich habe Militäreinsätze zu koordinieren. Deswegen bin ich ja hier. Bixley schickt mich. Ach, tatsächlich? Ich dachte schon, er hätte uns vergessen. Ich weiß nicht, was Sie wissen. Es gibt immer mehr Karawanenüberfälle. Und sie wirken viel organisierter als die üblichen Raider- und Mutantenangriffe. Mir gehen die Ressourcen aus. Und jetzt sind nur noch die unerfahrensten Leute übrig. Ich muss diesen koordinierten Angriffen auf den Grund gehen. Klingt so, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Wo brennt's? Prima. Ich kann bei dieser Sache wirklich jemanden gebrauchen, der kräftig zupacken kann. Ich brauche eine Eskorte für die Karawane von Project Purity nach Canterbury Commons. Falls, oder besser gesagt, sobald sie überfallen werden, müssen wir herausfinden, wer hinter dem Überfall steckt. Sie klingen ziemlich überzeugt, dass genau diese Karawane überfallen wird. Ich bin ziemlich überzeugt, dass alle Karawanen überfallen werden. Und genau diese Karawane wird von meinen unerfahrensten Leuten eskortiert. Sie könnten wirklich jemanden brauchen, der sie anführt. Jemanden mit viel Erfahrung im Ödland. Wenn wir überfallen werden und ich herausfinde, wer dahinter steckt, was dann? Sie begleiten die Karawane an ihr Ziel, machen die Operationsbasis der Angreifer ausfindig und setzen der ganzen Sache ein Ende. Ein für alle Mal. Okay. Geht klar, ich beschütze die Karawane und finde die Drahtzieher des Überfalls. Sehr schön. Officer Davis und Lauren haben Projekt Purity eben verlassen. Wenn sie sich beeilen, holen sie sie ein. Ihre Route verläuft nahe am Fluss. Wenn Sie von Projekt Purity dem Fluss nach Norden folgen, sollten Sie sie einholen. Aber bitte beeilen Sie sich. Okay. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, die haben wir schon gesehen. Genau unter uns sein. Oh Gott. Soll ich es wagen? Ich gehe da hinten runter. Hui! Neuer Treffpunkt. Scheinbar wurde die Karawane schon erwischt, ne? So, was sagt denn die Notiz? Hi, Split Jack hier. Ich nehme das auf, weil die Hälfte von euch Idioten sicher nicht mal lesen kann. Aber lass das Band ja nicht rumliegen, klar? Also, wenn du das hörst, heißt das, dass jemand von meinen Jungs dir vertraut. Wenn er sich täuscht, bist du tot. Wenn nicht, bist du bald stinkreich. Ich habe einen Plan. Wir krallen uns die Wasserträger, während sich die Bruderschaft mit der Enklave rumschlägt. Dann hören die Lieferungen bald auf. Dann bieten wir unsere Schutzdienste an. Das Ödland ist ja so gefährlich und bla 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 bla.
Wir kassieren ab und obendrein verkaufen wir das Wasser. Wenn du Interesse hast, schließ dich dem nächsten Hinterhalt an. Bunkere das Wasser, die Alten zeigen dir wo und mach dich auf zu Oma Sparkle. Oma Sparkle mag Besucher und hält den Mund. Außerdem macht sie einen echt krassen Eintopf. Dort treffen wir uns also. Wilhelm's Wharf am Fluss. Sieh zu, dass du dich nicht verläufst. Ach ja, und merk dir das Passwort. Es ist Meyerlurk-Eintopf. Wenn du es vergisst, halte dich lieber fern. Wir schießen sofort. Ohne Scheiß. Und hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.